Mit Hansa Rostock unterwegs wird präsentiert von MM4 Online, www.facebook.com/mediamarketingonline. Hansa Rostock hier und dort, mit Hansa Rostock ziehen wir fort. Hansa Rostock here and there, Hansa Rostock everywhere. Wir fahren jetzt nach Kritzmoor, da bin ich aufgewachsen. Meine Eltern wohnen immer noch dort und bis ich 19 Jahre alt war, habe ich auch dort gelebt. Und da zeige ich euch jetzt mal, wo ich angefangen habe, Fußball zu spielen. Großeltern und meine Eltern, die haben ein Doppelhaus und die wohnen hier noch in Kritzmoor. Und daher bin ich auch einmal die Woche mindestens in Kritzmoor und auch der Ort hier, wo wir jetzt uns gerade befinden, beim FSV Kritzmoor, habe ich angefangen Fußball zu spielen und habe ich halt gelernt, Tore zu schießen, den Gegner zu bearbeiten, zu verteidigen. Damals noch mehr offensiv als defensiv und es ist schön hier zu sein und in den Erinnerungen nochmal zu wägen und ich finde es schön hier. Ich glaube, das kam durch meinen Papa, weil der halt auch schon hier im Verein gespielt hat. Er hat mich dann hier mit hergebracht. Ich habe schon recht früh auch mit 3-4 Jahren zugeguckt, immer bei den Spielen bei ihm und ich war immer gleich total motiviert und ein kleiner Fan von meinem Papa und den hat immer unterstützt. Auch wenn er dann Tore gemacht hat, habe ich mich riesig gefreut. Und von daher war es eigentlich schon recht früh klar, dass ich auch Fußball spielen möchte. Und da wurde uns der Weg auch ganz gut geebnet, auch schon im Kindergarten. Da konnten wir auch schon gut Fußball spielen. Wir hatten anfangs uns immer unsere Mützen und Jacken für die Pfosten dann, hingelegt. Aber da wurden dann einige Kinder auch krank und von daher haben wir dann Fußballtore bekommen, weil damit halt nicht so viele Kinder krank werden. Und das war auch schon eine schöne Zeit und da haben wir halt auch schon den ganzen Tag Fußball gespielt und da war schon recht früh klar, dass ich auch gerne Fußball spielen möchte. Tom Weiland ist ein sehr guter Freund von mir, jetzt zurzeit ja in Bochum aktiv und Pelle Jensen, der jetzt leider auch seine aktive Laufbahn beendet hat aufgrund von Verletzungen, jetzt auch ein Studium anfängt und er hat ja auch hier bei Hansa gespielt, Ben Zulinski, der jetzt mittlerweile auch beim Kontrahenten von uns spielt in Paderborn und da gibt es einige, Edison Jordanov, der auch jetzt bei Preußen Münster als Kontrahent von uns ist und gibt ganz viele Jungs, die halt denselben Weg gemacht haben vom Nachwuchs, auch Paul Ladwig, der jetzt in Amerika studiert, zu dem habe ich auch noch richtig guten Kontakt, der auch immer 3 Monate im Sommer hier ist, wir machen sehr viel. Ein Lennart Bremer zum Beispiel, den haben wir im Nachwuchs, habe ich mit ihm noch viel mit ihm zusammengespielt, zu dem habe ich auch noch sehr guten Kontakt, das ist so eine Jungsgruppe, mit denen wir auch zusammen immer in Urlaub fliegen, auch ein Micha Borchert, der jetzt ja auch schon im Verein als Trainer aktiv ist, der jetzt ja die C1 übernimmt. Und da gibt es ganz viele Jungs. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen und jetzt, die ich noch mit erwähnen muss. Und sie haben alle den ähnlichen Werdegang gemacht, haben auch bei Hansa gespielt. Und wir haben uns trotzdem nicht aus den Augen verloren, auch wenn sie jetzt zu anderen Vereinen gewechselt sind. Wir treffen uns regelmäßig, so wie es alles zulässt. Und im Sommer und im Winter machen wir halt zusammen Urlaub. Das war ein ganz besonderes Jahr. Ich glaube, das vergisst man auch sein Leben lang nicht. In dem Jahr sind wir Deutscher Meister geworden, haben eine richtig gute Runde im Nordosten gespielt und sind dort Staffelsieger geworden. Und dann ging es ja gegen Mainz im Halbfinale ran. Die Spiele konnten wir für uns entscheiden und im Finale gegen Leverkusen haben wir dann 1-0 gewonnen. Und das Jahr, das vergisst man nicht. Und wenn man Deutscher Meister wird, da ist man auch
sehr stolz drauf und das verbindet einen natürlich auch gerade mit den Jungs, die ich eben schon erwähnt habe. Ja, am schönsten ist es natürlich, wenn du Zweikämpfe gewinnst, wenn du den Ball für dein Team erobern kannst. Und gerade für mich auch als großer Spieler, wenn du die Kopfballduelle für dich gewinnst. Und auch darüber hinaus, wenn du eine schöne Seitenverlagerung hast, einen guten Flugball, das ist gerade auch als Verteidiger oder als Sechser für die Spieleröffnung, wenn du da einen guten Ball in die Spitze spielst und du siehst, wir können einen guten Angriff starten, das ist für mich, ja, darüber freut man sich. Ja, jetzt stelle ich euch meine Traumelf vor. Im Tor Paul Hartwig. Das ist der Laddi, Spitzname. Mit dem habe ich auch schon ewig im Nachwuchs zusammengespielt. Für mich ein super Torwart. Und hat gerade ein Stipendium in Amerika. In der Innenverteidigung spielen wir dann weiter mit Pelle Jensen. Habe ich im Nachwuchs sehr viele Jahre mit ihm zusammen in der Innenverteidigung gespielt. Deswegen setze ich mich auch direkt daneben. Auf der rechten Seite spielt für mich ganz eindeutig Ben Zulinski. Wird auch ein Kontrahent sein, tut er jetzt mit Paderborn, gegen den werden wir auch spielen. Auf der linken Seite Lennart Bremer, Lenny abgekürzt. Eigentlich als Rechtsverteidiger, aber da er beidfüßig ist, können wir ihn auch auf der linken Seite spielen lassen. Im Zentrum würde ich mit Micha Borchert und mit Tom Weiland spielen und leicht versetzt. Micha als erfahrener Mann, als Altmeister, nicht mehr ganz der Schnellste, ein bisschen auf der 6 agierend. Davor einen etwas schnelleren mit Hille Junior. Auf der rechten Seite ganz klar Eddie Jordanov. Ja, mit ihm war ich ja auch jahrelang in der Schule zusammen und auch in den Nachwuchsmannschaften und der hat die Seite immer sehr gut bearbeitet. Und auf der linken Seite setzen wir David Blacher hin. Ja, mit dem hatten wir auch ein sehr schönes Jahr gehabt hier in Rostock. Er hat auch einige Tore für uns erzielen können. Und ja, vorne, wo wir gerade Tore erzielen, sagen, da werde ich auf jeden Fall meinen Vater hinsetzen. Das ist der R-Punkt Gruppe. Und daneben, damit das im Angriff auch ganz gut passt, den Vater von Tom, den Hilmar Weiland, A-Punkt. Weiland, oh, habe ich das N vergessen? Und ja, das ist meine Traumelf. Ich glaube, mit der Elf kann man recht erfolgreich Fußball spielen, gerade auch von hinten heraus mit Paul Hartwig, auch als guten Fußballer. Und ja, Ben auf der rechten Seite, der mit Eddie auch ab und zu mal tauschen kann, der die Linie hoch und runter geht. Ähnlich das Wechselspiel hier im Zentrum mit Micha und Hille. Ist ja kein richtiger Sechser dabei, beide offensiv stark. Und ich hoffe, ich erwarte auch sehr viel von den beiden Stürmern, Hilmar und Roland Puppe, dass sie auch beide im Wechselspiel arbeiten, kreuzen und auch die Torabschlüsse suchen. Und ich denke mal, so kann man erfolgreich Fußball spielen.